Hast du das gehört? Schreck mich doch nicht so. Shh, da ist jemand im Haus. Florians Tür ist offen. Sei vorsichtig. Hier ist niemand. Jemand mit dem Auto weggefahren. Ja, jemand beim Florians Zimmer. Das wurde komplett durchwühlt. Da herrscht ein Chaos. Scheiße, wer war das denn? Ich glaube nicht, dass der Tod seines Gitarrenlehrers so wichtig für Herrn Brahms war. Ich glaube das schon. Denn der Herr Giese, der war für Florian ja viel mehr als nur ein Lehrer. Die beiden waren eng befreundet. Ich habe mich gestern noch mit dem Lebensgefährten von Herrn Giese unterhalten. Was hat der gesagt? Ja, der war nicht total fertig. Der war ja dabei, als sein Partner gestorben ist. Das war so gegen 12 Uhr. Und kurz darauf hat er den Florian angerufen, weil die ja so eng befreundet waren. Und der Florian, der ist am Telefon regelrecht zusammengebrochen. Keine anderthalb Stunden später steht er bewaffnet in der Tierhandlung. Ganz genau. Es muss also eine persönliche Verbindung zwischen Florian Brahms, Vincent Giese und diesem Mike Schubert aus der Tierhandlung geben. Ich glaube, die Sache war ganz einfach. Also die Aktion gegen die Tierhandlung war von Florian wahrscheinlich schon länger geplant. Und als er erfahren hat, dass sein Gitarrenlehrer gestorben ist, da ist er wahrscheinlich ausgerastet. Und die Aktion ist ein bisschen krasser ausgefallen. Ja, und was ist mit dem Überwachungsvideo? Darauf sieht man doch ganz klar, dass die beiden über irgendwas streiten. Herr Schubert meinte, dass Herr Brahms ihm verbieten wollte, exotische Vögel zu importieren oder irgendwas. Ich glaube, es ging da um artgerechte Haltung oder so. Das glaube ich nicht. Schauen Sie doch mal genau hin. Ich finde, da ist klar erkennbar, dass die beiden sich kennen. Herr Schubert sagte doch, die beiden hätten sich vorher noch nie gesehen. Und ja, auch Herrn Schubert habe ich überprüft. Der hat eine blütenweiße Weste. Na gut. Ich wüsste trotzdem zu gern, worüber die beiden da streiten. Ist echt schade, dass die Aufnahme stumm ist. Ja, stumm, natürlich. Wir könnten die Aufnahme doch einem professionellen Lippenleser zeigen. Der kann uns dann doch sagen, worüber die beiden gestanden sind. Man sieht doch nur das Gesicht von Herrn Brahms. Wir könnten maximal Informationen darüber erhalten, was er gesagt hat. Ja, und die Hälfte des Gesprächs ist doch besser als gar nichts. Würden Sie das bitte in die Wege leiten? Ja, ich kümmere mich drum. Alles gut. Alles klar. Ja, und bitte informieren Sie mich, wenn der Lippenleser da ist. Ich wäre gern dabei. Mach ich. Danke. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Im Gegensatz zu Kommissar Akin bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass mehr hinter Florians Tat steckt. Und ich hoffe jetzt sehr, dass ein Lippenleser Licht in die Sache bringt. Solche kriminalistischen Mittel, die können manchmal sehr hilfreich sein. Und vielleicht wird so ja auch das Rätsel um dieses seltsame Wort Papageno gelöst. Herr Holt. Ja? Florian Brahms Mitbewohner hat mich gerade angerufen. Gestern Nacht wurde auf dem Bauernhof eingebrochen. Und ist Franz und Sander was passiert? Nee, den Ding geht's gut. Die haben den Einbrecher auch nur noch wegfahren sehen. Florian Brahms Zimmer wurde durchwühlt und sein Laptop wurde geklaut. Glauben Sie mir jetzt endlich, dass mehr hinter diesem Fall steckt? Vielleicht haben Sie recht. Ich schicke Kollegen von der Spurensicherung rüber. Und ich frage mich, wer Florians Laptop entwendet hat. Und vor allem warum? Hey Mike. Ah, sehr gut. Und, was gefunden? Nein, ich glaube auch nicht, dass da was drauf ist. Die Festplatte ist so gut wie leer. Ach, und übrigens steht ein Kunde oben. Okay, bring ihn runter. Und den Laptop bring ins Hinterzimmer, ich kümmere mich drum. Okay. Guten Tag. Grüß Sie. Was kann ich für Sie tun? Also ich, Sie suchen wahrscheinlich das Spezialfutter. Korrekt, korrekt.
Einen Augenblick bitte. Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für Sie. Ah, Dr. Stenner. Hier sind Sie. Wie geht's ihm denn? Florians Kreislauf ist soweit stabil. Die Medikamente, die wir ihm gegeben haben, lassen langsam nach. Er wird bald aufwachen. Ach, das ist gut. Aber Sie wollten mich sprechen. Ja, doch das wollte ich ungern am Telefon mit Ihnen besprechen. Sie haben sich doch für die Todesumstände von Herrn Giese interessiert. Und mir ist da noch was eingefallen. Also da bin ich für jeden Hinweis dankbar. Wir haben bei Herrn Giese ein Tütchen Kokain gefunden. Wir haben sofort ins Labor geschickt. Der Stoff war so rein, sowas bekommt man in Deutschland gar nicht. Herr Giese hat die Überdosis wahrscheinlich bekommen, weil er die Menge nicht richtig abschätzen konnte. Haben Sie die Kripo informiert? Ja. Ich habe noch weitere Patienten zu versorgen. Ja, Wiedersehen, Herr Dr. Stenner. Und vielen Dank für die Information. Geht es um meinen Sohn? Nicht direkt. Wir haben uns gerade über seinen Gitarrenlehrer, den Herrn Giese, unterhalten. Den kennen Sie sicher auch. Ein Junkie. Natürlich kenne ich den. Mit solchen Leuten hat sich Florian abgegeben. Wissen Sie, es ist nicht leicht zu sehen, wie der eigene Sohn seine Intelligenz, seine Möglichkeiten, alle seine Chancen einfach wegwirft. Herr Brahmitz, ich glaube nicht, dass Ihr Sohn irgendwas wegwirft. Der arbeitet hart. Zwar nicht in Ihrer Fahrschule, aber dafür auf dem Biobauernhof. Und nur weil Florian einen anderen Weg geht, heißt es noch lange nicht, dass der schlecht oder weniger wert ist. Diese Ökos, die gammeln doch den ganzen Tag nur rum. Sie waren da noch gar nicht, oder? Auf diesem Bauernhof. Sie sollten sich mal die Mühe machen und zu schauen, was Ihr Sohn und seine Freunde da auf die Beine gestellt haben. Das interessiert mich nicht. Wieso sind Sie eigentlich so strikt gegen seine Freundin? Glauben Sie wirklich, die allein ist schuld an seinen neuen Interessen? Machen Sie sich doch mal die Mühe, seine Freundin näher kennenzulernen. Sandra ist eine ganz patente, clevere und nette junge Frau. Ja, wenn Sie das sagen. Ich habe noch etwas Zeit. Was halten Sie davon? Wir fahren da jetzt hin. Und dann machen Sie sich selbst mal ein Bild. Dann wissen Sie wenigstens, worüber Sie die ganze Zeit schimpfen. Kein Interesse. Herr Brahmitz, Sie und Ihr Sohn, Sie reden doch kaum noch miteinander. Soll das wirklich für immer so bleiben? Jetzt geben Sie sich mal einen Ruck. Also schön. Also kommt. Bist du sicher, dass du den kennst? Der war schon mal bei uns? Ja. Ey, warte mal einen Moment. Ich hab keinen Bock, dass die Bullen hier nochmal aufkreuzen. Egal, wer dich fragt, du erzählst niemandem von unseren kleinen Deals hier im Laden. Sonst kommt mein Kollege und sorgt dafür, dass du nie wieder irgendein Wort fallen lässt. Ist das klar? Gut, Abflug. Ja, okay. Und? Was sagen Sie? Ich, ehrlich gesagt, bin ich überrascht, weil ich habe eine baufällige Hütte und einen runtergekommenen Acker erwartet. Das hier, das wirkt alles so aufgeräumt, so ordentlich, so professionell. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Tja, vielleicht hätten Sie einfach schon mal früher herkommen sollen, anstatt es sich nur vorzustellen. Und vielleicht hätten Sie mit Ihrem Sohn reden und nachfragen sollen. Das alles hat er sich nämlich hier mit seinen Freunden aufgebaut. Und ich finde, darauf kann man stolz sein. Genauso stolz wie Sie auf Ihre Fahrschule. Ja, Sie haben recht. Aber ich war so gekränkt. Ich dachte, dass Florian das Leben, was meine Frau und ich für ihn wollten, dass er das spießig findet, dass er es ablehnt. Es tut mir wirklich leid. Aber
Aber wenn ich das hier sehe, was Florian hier aufgebaut hat, ich bin so stolz auf meinen Sohn. Und ich wollte, ich könnte es ihm selber sagen. Ich denke, Sie werden dazu die Gelegenheit haben noch. Hoffentlich. In dem Hofladen da, da gibt es übrigens die besten Bio-Eier überhaupt. Wollen wir reingehen? Ja, gerne. Hallo, ich habe Besuch mitgebracht. Was wollen Sie denn hier? Naja, ich wollte mal sehen, wie mein Sohn so lebt. Ach, auf einmal, ja? Herr Brahms ist gekommen, um das alles hier kennenzulernen. Ich weiß, dass ich mich in der Vergangenheit ihm gegenüber nicht immer wirklich fair verhalten habe. Und das tut mir auch leid. Wie wäre es, wenn Sie Herrn Brahms erst mal den Hof zeigen? Ja, okay. Dann kommen Sie mal mit. Da haben Sie ja echt ein kleines Wunder vollbracht. Dass der Vater von Florian hier aufkreuzt, hätte ich nie gedacht. Mhm. Franz, ich habe davon gehört, dass heute Nacht hier eingebrochen wurde. Ja, das hat uns ganz schön erschreckt. Zum Glück ist ja nichts passiert. Der Einbrecher hat Florians Laptop mitgenommen. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wieso? Der war sehr teuer und auch brandneu. Den hat er vor ein paar Wochen gekauft gehabt. Davor hat er das alte Ding hier noch benutzt. Vielleicht ging es ja dem Einbrecher gar nicht um den Laptop, sondern um Florians Daten. Dann könnten die ja noch hier drauf sein. Exakt. Moment mal. Holt? Ah, Kommissar Akin. Dann warten Sie doch bitte noch auf mich. Ja, ich fahre sofort los. Ich bin gleich da. Dankeschön. Ich muss leider los, aber können Sie bitte einfach mal schauen, was der Florian da für Dinge gespeichert hat auf dem Rechner? Ja, das mache ich. Und wenn Sie irgendwas Interessantes finden, dann melden Sie sich bitte bei mir. Mach ich. Also, bis dann. Tschüss. Geht schon. Und was sagt er? Moment bitte, ich will wirklich ganz sicher gehen. Ja, aber Sie können doch sicherlich schon was sagen, oder nicht? Psst. Okay, also wie gesagt, bei der Aufzeichnung kann ich natürlich nur Herrn Brahms Lippen lesen. Und das geht auch nur, solange er günstig für die Kamera steht. Das ist schon klar, ja. Ja, als er ins Bild kommt, sagt er, jetzt mache ich dich fertig, du verdammtes Schwein. Und dann kann man seine Lippenbewegung eigentlich recht gut erkennen. Er sagt, ich gehe zu dem Bullen und erzähle alles. Ich habe alle Autokennzeichen deiner Kunden gespeichert. Ja, und dann sagt Herr Schubert noch etwas. Und anhand von Herrn Brahms Miene kann man ganz gut erkennen, dass ihn das wohl sehr wütend macht. Ja, und weiter? Das war's. Wieso tut er dem Herrn Schubert mit den Autokennzeichen seiner Kunden? Kann er da die Kunden gemeint haben, die exotische Vögel bei ihm gekauft haben? Das weiß ich leider nicht. Aber er sagt jedenfalls nichts, was in Richtung Tierschutz geht. Nein, soweit ich das erkennen konnte, nicht. Entschuldigung, Gerte. Hallo, Franz. Ich habe jetzt geschaut, auf welchen Internetseiten Florian unterwegs war. Und da habe ich eine Internetseite gefunden, wo man Daten online speichern kann. Ja, genau, eine Cloud. Allerdings braucht man dafür Florians Passwort. Nee, leider nicht. Ich werde es mit den üblichen Passwörtern versuchen. Name seiner Haustiere, sein Geburtsdatum, sowas eben. Vielleicht habe ich ja Glück. Danke, Franz. Ich fahre sofort los. Bis später, ja. Entschuldigung, ich muss leider los. Vielen Dank, Frau Berger. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Also, Wiedersehen. Wiedersehen auch. Verdammter Mist! Hey, Mike, alles klar? Du hast recht, auf dem Scheiß da ist nichts drauf. Wo hat dieser kleine Idiot die Daten nur versteckt? Mann, du machst dir die ganze Zeit Gedanken um diese blöden Dateien. Ich hab viel mehr Schiss, dass der wieder gesund wird und dann anfängt zu plaudern. Du hast recht, dann sind wir richtig im Arsch. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass der kleine Idiot abkratzt. Ich frag mal nach, wie es ihm geht. Ja, hallo, hier ist Robert Brahms. Ich wollte mich nur mal erkundigen, ob es bei meinem Sohn Florian schon was Neues gibt. Ach, wirklich?
Ah, das ist ja schön. Aha. Vielen Dank für die Information. Er ist vorhin kurz aufgewacht. Im Moment ist er noch nicht ansprechbar, aber das kann sich jeden Augenblick ändern. Shit, was machen wir denn jetzt? Was ist denn, wenn der auspackt? Komm mal runter, ich kümmere mich darum. Ich probier's mal mit deinem Namen, Sandra. Meinst du? Florians Eltern haben mich übrigens für heute Abend zum Abendessen eingeladen. Das klingt doch gut, oder? Ja, wenn sie nicht gewesen wären, wäre Florians Vater nie mit dir hergekommen. Danke nochmal. Keine Ursache. Boah, ich hab's jetzt echt mit jedem Passwort probiert, das mir einfällt. Aber ich komme einfach nicht rein. Ich bin mir sicher, dass das irgendwas mit Musik zu tun hat. Was hat Florian gesagt, als er da in der Klinik in der Notaufnahme war? Papageno. Versuchen Sie es doch mal mit Papageno. Wo wussten Sie das richtige Passwort, Herr Holt? Naja, in der Notaufnahme hat er doch immer wieder gesagt Papageno und keiner wusste, was damit anzufangen. Ach, genial! Das sind doch alles Autokennzeichen, oder? Und Uhrzeiten. Aber was hat das denn zu bedeuten? Schau doch mal auf den Namen des Dokuments. Kunden von Mike's Drogendeals. Darum geht's also. Dieser Schubert handelt in seinem Laden mit Drogen. Naja, das würde passen. Der Schubert, der importiert Vögel aus Lateinamerika und wahrscheinlich versteckt er die Drogen in den Käfigen und bringt sie so durch den Zoll. Okay, dann hat Florian das mit den Drogen rausgefunden. Aber warum sollte er dann in den Laden stürzen und ihn mit einer Waffe bedrohen? Weil sein Gitarrenlehrer Vincent Giese auch einer von Schuberts Kunden war. Und als Vincent Giese dann an einer Überdosis von Schuberts Drogen gestorben ist, ja, da hat der Schubert dafür verantwortlich gemacht und wollte sich rächen. Klar, das klingt logisch. Ich informiere die Polizei. Hallo? Papageno war das letzte Puzzlestück. Dieses Wort, das Florian so wichtig war, ist der Schlüssel zu seinen versteckten Dateien. Und jetzt ist auch klar, wieso er die Tierhandlung überfallen hat. Er hat Herrn Schubert für den Tod seines guten Freundes verantwortlich gemacht. Denn Vincent Giese hat seine Drogen, an denen er gestorben ist, bei Schubert gekauft. Ich werde jetzt sofort die Durchsuchung der Tierhandlung veranlassen. Herr Holt, das war gerade Florians Mutter. Er ist wieder aufgewacht. Und er ist noch sehr schwach, aber er wird wieder völlig gesund. Ja, das sind doch sehr gute Nachrichten, hä? Nur, Herr Schubert hat schon Florians Laptop gestohlen, um an die belastenden Daten zu kommen. Wenn er jetzt erfährt, dass Florian bald wieder vernehmungsfähig ist, dann wird er versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Oh Gott, Sie glauben, er will Florian umbringen? Ich fahr sofort zu ihm. Herr Holt, gut, dass ich Sie sehe. Florian ist auf dem Weg der Besserung. Ja, das habe ich auch gehört. Das freut mich auch. Sagen Sie, ist er im Moment allein? Nein, ein Mann ist bei ihm. Der gehört wahrscheinlich zur Familie. Mist. Herr Schubert, lassen Sie die Spritze fallen. Die Polizei ist schon auf dem Weg hierher. Sie bluffen doch nur. Wollen Sie wirklich zum Mörder werden? Wollen Sie wirklich noch zum Mörder werden? Hat er seine Nase nicht in Sachen gesteckt, die ihn nichts angehen? Zum Beispiel Ihre Drogengeschäfte. Ich habe die Datei gefunden, in der Florian all ihre Drogenkunden aufgelistet hat. Es ist vorbei, Herr Schubert. Sie können ihre Drogengeschäfte nicht mehr vertuschen, selbst wenn sie Florian jetzt umbringen. Die Ironie ist, dass es ihm zum Anfang nur um Tierschutz ging. Er hat meinen Laden beobachtet, weil er wissen wollte, ob ich meine Tiere gut behandle. Und so ist er auf ihre Drogengeschäfte gestoßen.
Sie schmuggeln die Drogen in den Käfigen ihrer Vögel aus Südamerika durch den Zoll, stimmt's? Eigentlich wollte Florian nur Beweise gegen sie sammeln und dann die Polizei einschalten. Aber dann ist sein Gitarrenlehrer, sein guter Freund, Vincent Giese, an einer Überdosis ihrer Drogen gestorben. Der kleine Idiot hat mich dafür verantwortlich gemacht. Was kann ich denn dafür, dass Winnie das Zeug nicht unter Kontrolle hatte? Tja, jedenfalls ist ab dem Moment die Sache für Florian persönlich geworden. Puh, da fällt mir jetzt richtig ein Stein vom Herzen, dass Florian in Sicherheit ist. In Mozarts Oper Die Zauberflöte ist der Vogelhändler Papageno halb Mensch und halb Vogel. Und auch der Vogelhändler Mike Schubert war ein ganz besonderer Vogel. Halb Vogelhändler und halb Drogenhändler. Dass Florian dahinter kam, das hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Aber mit solch einer Entdeckung gibt es auch nur einen richtigen Weg, den zur Kripo. Und nicht den mit einer Flinte in die Tierhandlung. Denn Florian mag sich zwar mit Biohühnern auskennen, aber nicht damit, wie man solch einem schrägen Vogel wie Mike Schubert die Flügel stutzt.